Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich hier zurück zu The Elder Scrolls Online. Wir sind gerade dabei, die verletzten Mitglieder eines Trupps, der in einem Orkan hier an den Strand gespült wurde, zu retten und haben die ersten beiden der drei Vermissten schon gefunden. Jetzt gucken wir mal, dass wir den letzten auch noch finden. Was ist hier los? Und bringen gerade erstmal dieses dicke... Eieiei. Da konnte ich... Habe ich vergessen zu blocken, ey. Rang 8 bei Zorn der Morgenröte erreicht. So, wo ist denn der letzte? Da sieht doch ganz nah aus. Oh, hier ist ein Patrick. Wunderbar. Hallo? Wer seid ihr? Wart ihr Teil der Flotte? Ja, nee, kann man dir so nicht sagen, aber Feldwebel Firion hat mich losgeschickt, um euch zu finden. Sie ist noch am Leben? Ja. Gut. Das ist gut. Ja. Ich wurde von den Wellen gegen das Schiff geschleudert. Habe mir ein paar Rippen gebrochen. Nicht gerade das schönste Gefühl. Ja, es ist nicht so angenehm, ne? Feldwebel Firion meinte, dieser Fackelkiefersirup will helfen. Das Zeug hilft gegen alles. Einfach draufschmieren, dann ist das gut. Schmeckt wie Sandalen, die in Minz. Du sollst das doch nicht in deine Figur schütten. Aber wenn es mir die Rippen zusammenflickt, trinke ich die ganze Flasche. Das ist für die äußere Anwendung nur Nase, ne? Naja, ich habe alle aus eurem Trupp gefunden. Leutnant Gelin hat mich an Land gezogen. Ist losgegangen, um einen Unterschlupf zu suchen. Ist nie zurückgekommen. Wollte zu einer Höhle in der Nähe. Findet ihn. Sagt ihm, dass wir alle in Sicherheit sind. Oh, schickt mich auch noch durch die Gegend. Wird gemacht. Oh, warte mal. Dann gucken wir mal. Höhle in der Nähe. Wie mein Dolch auch so cool grün eklig leuchtet. So, Nali Rakham. Da hat sich ja jemand sogar mal echt einen guten Namen gegeben, doch. Ich bin ja mit meinem auch ganz stolz. Von Agonia ist der echt in Ordnung. Ne? So, jetzt könnte mal wieder Tag sein, wenn das so weitergeht. Momentan habe ich immer so zwei Folgen-Rhythmus. Zwei Folgen, da muss ich wieder Pause machen. Und wenn ich jedes Mal, wenn ich mich wieder einlogge, ist wieder dunkel. Das ist so scheiße. Wahrscheinlich wird das so ein kompletten Nacht-Let's Play, doch. Immer dunkel, wenn ich spiele. Ja, mal gucken. Heute Mittag wurde es ja dann wenigstens hell. Insofern... So, das ist aber so ein Vorteil an so MMOs, wenn man die Let's Play, man kann jederzeit Pause machen. Dann lockst dich aus, lockst dich später wieder ein, zack, stehst am gleichen Ort wieder und kannst weitermachen. Das ist schon ganz cool, ne? Da ist das mit Okami problematischer. Was ist das da? Eine Lampe und eine Leiche. Ach ja. Du rennst auch in die Höhle, ne? Hast das gleiche vor wie ich. Ich sehe das schon. Dick die Schlange hier. Ich bin so mächtig, ich habe eine Schlange, die Level 1 ist umgebracht. Ich fühle mich gut. Da ist gleich noch eine. Hallo! Was stehst du hier rum? Mr. Medista? Witziger Name. Ragnarak, auch nicht schlecht. Findet Leutnant Gelin. Mal gucken, ne? Ich sehe nur Knochen und ziemlich viele Kerzen. Das ist schon mal fragwürdig für so eine Höhle, ne? Mhm, und komische Stöcker. Oh, ich kann hier den Trinkschlauch untersuchen. Da ist wieder Wasser drin, ne? Kein Wein oder sowas. Die saufen hier alle nur natürliches Wasser. Womit? Da kannst du doch keine Party feiern mit natürlichem Wasser. Lädst du deine Freunde ein, die Party machen. Und was gibt's zu trinken? Ja, natürliches Wasser. Oh mein Gott. Leutnant Gelin, was ist da los mit dir? Die Leiche eines bosmerischen Seesoldaten ist an einen blutverschmierten Pfahl gebunden. Er scheint noch nicht lange tot zu sein. Untersuchen wir mal die Leiche. Moment, ich muss mal gerade schreiben, wie er heißt. Leutnant Gelin. Schöner Name. Auf dieser Rüstung prangen die Abzeichen eines Marineleutnants des Dominions. Seine Leiche ist über und über mit Blut bedeckt. Das sehe ich jetzt nicht, aber okay, ich glaube dir mal. Als hätte er viele kleine Schnittwunden erlitten. Das verschmierte Blut ist mit grünlichem Schaum vermischt. Setzt die Untersuchung fort. Die Schnitte am Körper des Leutnants bilden ein seltsames, aber klar erkennbares Muster. Sein Blut wurde auf die unverletzten Teile der Haut geschmiert, um so wellenartige Symbole zu malen. Die genaue Todesursache ist unklar. Deswegen schreiben die das nur hin, weil das irgendwie schön Text zu texturieren wäre zu viel Aufwand gewesen. Da ist ein bisschen Text schreiben besser. Aber reicht mir, ich kann es mir jetzt bildlich vorstellen. Jetzt gucken wir mal, ob hier noch was anderes ist. Außer Kerzen. Irgendwas, was man noch looten kann. Und Schlangen halt. Was haben wir denn hier? Bolgas Buch der Inselbestien. Skiva, hier sind einfach nur Sachen über die Tiere hier, das können wir uns schenken. Die erkennen wir noch früh genug, ne? Die meisten haben wir eh schon gesehen, die auf dieser Insel sind. Oh, ist hier nicht mehr los, ne? Gut, Kiste habe ich nicht gefunden. Wollen wir mal zurückgehen und mal erzählen, dass sie ihren Hauptmann wohl nicht mehr wiedersehen.
Es wird wieder Tag. Wunderbar. Guten Tag. Ich habe eine traurige Nachricht. Was sich gezeigt hat, war es mein Trupp, der mich gefunden hat. Habt ihr schon mal eine Karriere als Seesoldat des Dominions in Betracht gezogen? Ihr würdet einen guten Späher abgeben. Mein Trupp sagte, ihr habt nach Leutnant Gelin gesucht. Habt ihr ihn gefunden? Mehr oder weniger. Ich habe seine Leiche in der Höhle gefunden. Jemand hat ihn getötet. Was meint ihr? Ja, es sah so aus, als wäre er bei einer Art Ritual umgebracht worden. Weißt du, ihm so kleine Schnitte gemacht und dann so Blutwellenmuster da verteilt. Erst zieht wie aus dem Nichts ein Orkan auf und vernichtet unsere Flotte. Dann wird ein tüchtiger Seesoldat des Dominions gefangen und zu Tode gefoltert? Was war sonst noch in der Höhle? Ah, jede Menge Knochen, Kerzen und Schlangen und außerdem noch Holzpfosten. Und, was man erwähnen muss, die Kerzen waren angezündet. Ja? Irgendeine Art Opferung? Das ist zu viel für meinen Trupp. Wir brauchen Verstärkung. Nistel hat in der Nähe ein gestrandetes Schiff entdeckt. Es scheint weitestgehend unversehrt und sie hat Seeleute des Dominions an Bord erspäht. Was werdet ihr machen? Wir müssen unsere Kräfte bündeln und denjenigen finden, der Leutnant Gelin ermordet hat. Mein Trupp und ich müssen seine Leiche aus dieser verdammten Höhle herausschaffen. Würdet ihr die Seeleute auf diesem gestrandeten Schiff warnen? Sie müssen wissen, dass es nicht sicher ist, hier durch die Gegend zu wandern. Ich werde sie warnen. Wartet, nehmt das hier. Ich habe etwas Leuchtsaft gefunden, während ich nach meinem Trupp gesucht habe. Aber ihnen geht es ja schon besser. An den Geschmack werdet ihr euch gewöhnen. Wir kommen bald nach. Passt auf euch auf. Jo, mach ich. Ne, tschüss. Aber warum gibt sie mir den Kram? Ich trinke das ganz bestimmt nicht. Oder kann man mal gucken, ob ich mich damit heilen kann. Fackelkiefer Leuchtsaft. Stellt sofort 18 Leben wieder her. Warum sind die nicht stackable? Und heilt euch 10 Sekunden lang. Um insgesamt, das können wir ja mal... Hä? Was ist jetzt passiert? Ich wollte mit Q das Schnellmenü öffnen. So. Und jetzt nehme ich Fackelkäfermasse und packen wir die da oben rein. Da können wir, wenn es mal kritisch wird, mal eben schnell so ein Fackelkäfergetränk in unsere Figur schütten. Das ist auch nicht verkehrt. So, dann auf zu dem Schiff. Wollen wir mal gucken, was da los ist. Oh, da sieht ja auch schon ein bisschen verranzt aus hier, ne? Moinsen. Einmal das Fass durchsuchen. Braunes Malz, wenn ich mal Bier brauen will. Altes Fleisch. Lecker. Ich sehe schon, hier ist ordentlich Zulauf, ne? Sprecht mit Quartiermeister Oblan. Bist du das? Ja. Herr Oblan, hallo? Ihr seid keine schlüpfrige Seewiper oder ein faulmündiger Schiffbrüchiger. Erklärt euer Anliegen der Mannschaft der Vagabund. Ein Seesoldat des Dominions wurde in einer Höhle in der Nähe getötet. Der Orkan hat hunderte von Seesoldaten getötet. Was spielt es da für eine Rolle, wenn einer von ihnen in einer Höhle starb? Nee, Mann, er wurde bei einer Art Ritual ermordet. Sein Trupp braucht Verstärkung. Oh, nun, bis sie wieder seetüchtig ist, ist die Vagabund wie ein Huhn im Wolfsbau. Vielleicht können eure Seesoldaten ja beweisen, dass sie nicht nur Frachtstücke auf zwei Beinen in schimmernder Rüstung sind. Ja, wenn nett. Sie mit anpacken, denke ich über Verstärkung für sie nach. Sind sie dazu bereit oder haben sie nur eine große Klappe? Ich bin mir sicher, dass sie helfen werden, wo sie nur können. Und ich bin sicher, dass sie genauso nützlich wie im Orkan sein werden. Falls sie das Gegenteil beweisen möchten, sind sie herzlich dazu eingeladen, zur Abwechslung etwas Ordentliches zu arbeiten und die Lecks im Laderaum der Vagabund zu flicken. Vielleicht finden sie irgendwo in den ganzen Wracks hier einen Ersatz für das Steuerrad. Ich werde schauen, ob sie das Steuerrad besorgen und das Schiff flicken können. Oh, und unser Sonnensichter. Er muss über Bord gefallen sein, als wir gestrandet sind. Unser Ausguck sah, wie diese skingfingerigen Piraten damit abgehauen sind. Ihr werdet den Sonnensichter zurückholen müssen, koste es, was es wolle. Ich hab da noch ein paar Fragen. Reden ist immer leichter, als kräftig anzupacken. Schon klar. Nun, fragt... Du bist ja nicht gerade der Netteste, ne? Wer sind denn die Seewipern? Seepocken am Arsch. Ja, okay. Sie sind alle Meereselfen. Marormer nennen sie sich. Nichts weiter als Piraten, wenn ihr mich fragt. Manche sagen, sie hätten eine besondere Verbindung zum Element des Wassers selbst. Doch das ist eine Lüge. Jeder kann Wettermagie lernen wie sie. Was zur Hölle ist ein Sonnensichter?
Kapitän Jemila verwendet ihn zum Navigieren. Ich könnte euch lang und breit erklären, wie die Sonne und die Sterne die genaue Position des Schiffs anzeigen. Aber das ist alles völlig einerlei, solange die Seewipern ihn haben. Okay, verstehe. Er erzählt mir was von der Vagabund. Der Stolz der Langküste. Wir werden weiter für das Dominion segeln, solange sie uns dafür bezahlen, feindliche Schiffe auszurauben. Seid ihr Piraten? Jone und Jode, lasst das bloß nicht den Kapitän hören. Piraten rauben und plündern nur für sich selbst. Wir sind Freibeuter. Was bedeutet, dass wir das Gleiche für jeden machen, der uns dafür bezahlt? Ein entscheidender Unterschied. Ich verstehe. Wer hat denn das Kommando über die Vagabund? Kapitän Jemila hat vor ein paar Jahren das Kommando über die Vagabund übernommen. Sie ist schlau, gerissen und mordsgefährlich, wenn man sie ärgert. Sie hat auch mehr Glück als jeder andere, dem ich je gedient habe. Jedes Schiff in der Flotte wurde an den Küsten von Kenartis Rast in 1000 Stücke zerschlagen. Jedes Schiff, bis auf die Vagabund. Habt ihr ja echt mal Glück gehabt, ne? Gut, ich mach mich da mal an die Arbeit, ne? Du haust rein, Jung. Natürlich. Jo, wir sehen uns. So. Okay, wir legen mal los. Holt den Sonnensichter von den Seewipern. Hier ist ja einiges los. Wir machen das alles mal Stück für Stück. Gehen wir mal hier rein. In die Vagabund. Okay, was kann man hier so machen? Lass mich mal runter. Hier ist was, was wir flicken. Oh, das sieht ja nicht so gut aus, ne? Hinteres Leck flicken. Einfach so ein Pappen drauf, dann ist das gut. Flick das hintere Leck, okay. Ich kann mich ja derweil auch ein bisschen umsehen, ne? Mm, da habt ihr dann so ein kleines Haustier hier sitzen, das ist nett. Was haben wir hier? Na, wenn ich schon mal dabei bin, ne? Arbeit macht Hunger. Da muss man auch ein bisschen was essen. Schrot zum Beispiel. Oh Mann, ey. Trauben kann man aber mitnehmen. Fragt man sich auch, ne, was die hier alle an Schrot so geil finden. Bücherregal. Okay. Oblans Brief. Mal gucken. Mein lieber, glücklicher Freund Oblan. Durch die patriotische Torheit eures Kapitäns hattet ihr das Glück, den bestmöglichen Auftrag zu landen. Stellt euch das nur vor, als Kundschafter für die Seestreitkräfte auf Kenartis Rast tätig zu sein. Bis dieser dienstbegierige Pöbel der Seestreitkräfte Zeit hat, sich umzusehen, seid ihr längst an Land. Wie ihr sicher wisst, kommen die meisten meiner Verräter aus, wahrscheinlich soll das Kenartis Rast, da ihr keine Transportgebühren bezahlen müsst, ihr alte Seekatze, gehe ich davon aus, dass ihr mir das nächste Mal ein besseres Angebot machen könnt, wenn ihr in H seid, was auch immer H ist. Ich habe eine neue Lieferung für euch, also besorgt mir unbedingt die Rohstoffe. Ich fasse mich besser kurz. Wie man hört, brecht ihr mit der Flut auf. Viel Glück und sichere Reise. K. Okay. Das klingt illegal. Ist hier noch irgendwas drin im Wandschrank? Maisbrei! Jo, lagere ich auch immer im Wandschrank. Ist auch der beste Lagerort für Maisbrei. Noch mehr Maisbrei im Obst- und Gemüsekorb. Adamant. Was haben wir hier noch? Schrot. Dünne Brühe. Ich glaube, ich kann schon die Megasuppe kochen inzwischen. So viel Wasser und dünne Brühe. Ich habe jetzt noch nächste Leckerlo. So, findet das Steuerrad. Also hier drin scheint jetzt, ich mach mal gerade M. Da drin ist nichts mehr. Können wir hier wieder raus, nachdem wir den Rest gelootet haben? Ein bisschen alles Fleisch noch. Die Bananen kann ich nicht mitnehmen, ne. Aber noch mehr dünne Brühe. Okay. Was haben wir hier noch? Noch mehr Schweinefleisch. Ansonsten scheint hier, was ist das noch? Das Fahrtenbuch der Vagabund. Okay, oh, dat, einmal die Strecke, wo die lang gefahren sind. Das lese ich euch jetzt auch nicht vor. Das ist, glaube ich, zu langweilig. Von des Staubes und Sterblichkeit. Also wer unbedingt das lesen möchte, muss dann kurz anhalten, das Video. Kann sich das dann selber bei Bedarf durchlesen. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, ne? Kurze Texte lese ich. Alles, was länger ist, müsst ihr anhalten. So, machen wir weiter. Hier ist irgendwas noch. Sprecht mit irgendwem. Achso, ich kann da Aufgaben abgeben. An die anderen, aber brauchen wir nicht, ne? Jetzt suchen wir. Holt den Sonnensichter von den Seewipern zurück. Okay. Dazu müssen wir einfach ein paar Seewipern hauen und irgendwann verliert das schon einer. Ah, blocken hier. Such den Rumpf nach
Handgesponnene Rube. Nicht schlecht, ne? Sonnensichter. Ich sag, das ging jetzt ratzefatze. So, findet das Steuerrad. Das ist dann irgendwie in die Richtung. Wollen wir mal auf die Map gucken. Auf der Insel da hinten ist das. Okay. Ich grüße dich auch. Was machst du denn da? Buddelst du das Ding aus? Das ist leicht auf Grund gelaufen, aber mit der kleinen Schippe bist du da ein bisschen am Machen, du. So, dann holen wir noch das Steuerrad. Ganz gemütlich. Ein Schmetterling. Kann ich den auch angreifen? Er hat immerhin eine Lebensanzeige. Somit war davon erstmal auszugehen. Seewiepern. Mal gucken, ob ihr mich überhaupt bemerkt. Na gut, dann helfe ich dir mal. Hey, warum hat er das jetzt nicht getroffen? Coole Sache, dankeschön. So, dann das Steuerrad. Also, dickes Ding, du. Wo stecke ich das denn hin? So, mal los. Also wir hätten jetzt eigentlich auch mit dem Trupp reden können und die Aufgaben verteilen können. Hätten wir nichts selber machen müssen. Oder man macht das halt alle selber. Und da wir ja was erleben wollen und gerne Steuerräder einsammeln, machen wir mal lieber alles selber. So, dann reden wir mal wieder mit Oblan und hoffen, er ist zufrieden mit unserer Arbeit. Immerhin haben wir alles getan, worum er gebeten hat. So, Oblan, alte Socke, hallo. Das ging schnell. Ja. Gut, es gibt Platz auf der Vagabund für eure Seesoldatenfreunde. Solange sie für ihre Mahlzeiten arbeiten. Ihr habt Verstärkungen versprochen gehabt. Ich sagte, ich würde darüber nachdenken. Kapitän Jemila ist die Einzige, die diese Entscheidung treffen kann. Hm. Muss ich mal schlucken, so. Was sagt dann also euer Kapitän dazu? Etwas, das ihr gerne hören werdet. Ihr habt die Vagabund gerade wieder seetüchtig gemacht. Und Kapitän Jemila begleicht immer ihre Schulden. Geht und sprecht mit ihr. Sie weiß nur, wenn sie einen guten Grund dazu hat. Na, da bin ich ja beruhigt. Außerdem bin ich ganz schuppig. Ich schmeck doch nicht. Guck mich doch an hier. Machen wir das Third Person hier mal einen kurzen Moment. Bisschen unseren Charakter genießen, ne? Guten Tag. Wieder reinfahren. Jemila, hallo. Dank unserer Bemühungen kann die Vagabund die Segel setzen, sobald die Flut kommt. Diese Seesoldaten haben auch ihren Teil geleistet. Also eigentlich habe ich alles alleine gemacht. Ich habe keine Verstärkung, aber ich biete etwas Besseres. Ich weiß, wer die Soldaten des Dominions tötet. Und ich weiß, wie man das beendet. Was meint ihr? Unser Ausguck hat gesehen, wie die Seewipern einen Seesoldaten des Dominions in eine Hölle gezerrt haben. Später hat er gesehen, wie eure Freunde die Leiche des Seesoldaten geborgen haben. Wenn wir nicht so knapp besetzt wären, hätte ich seine Rettung befohlen. Aber drei Leute aus meiner eigenen Mannschaft werden vermisst. Ich verstehe. Was ist eurer Mannschaft zugestoßen? Bevor wir die Gefahr erkannten, habe ich meine Mannschaft losgeschickt, die Untiefen nach Brauchbarem abzusuchen, mit dem wir die Vagabund reparieren können. Wir dachten schon, sie wären verschwunden, aber eine ist gerade eben wiedergekommen. Und sie erzählt eine grässliche Geschichte. Was ist passiert? Die Seewipern sind passiert. Jetzt braut sich ein neuer Sturm zusammen und ich fürchte, dass sie der Grund dafür sind. Mastengewe erholt sich unten. Hört selbst, was sie zu sagen hat. Okay, dann leb mal wohl und ich frag mit ihr. Ich rede dann mit ihr. Lass mich mal gucken. Ist sie unten im Schiff? Jo, die ist im Schiff. Wollen wir mal rein, ne? Rein in die Vagabond. Und der arme Mädel mal suchen. Was für ein hübscher Teppich. Da sitzt sie auch. Nee, da sitzt sie auch schon. Ah, du siehst auch eigentlich gut aus. So, bevor wir aber mit der guten Frau quatschen, denn der Part ist gleich vorbei in... Lass mich mal nachgucken. Lass mich nicht lügen. 5 Sekunden. Auf die scheißen wir jetzt mal. Deswegen fange ich kein neues Gespräch an. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt hier einen Break. Ich bedanke mich soweit wieder bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter das Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Werden dann mit der guten Dame quatschen und uns mal ihre Geschichte anhören. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.